Willkommen bei der Swiss Traders, der Früh für uns wirklich. Tipps zum Traden und Sparen. Und heute das Thema: die überbordende Liquidität der Banken. Und der Disclaimer: es findet keine Anlageberatung statt. Die YouTube-Filme sind rein didaktischer Natur. Ja, schauen wir mal. Da dringend zu empfehlen ist, bei Wall Street Online, da dieses Interview mit Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, über die Staatsanleihen, das ist ja nicht nur die EZB, die Staatsanleihen besitzt, und diese Staatsanleihen, also diese aufgeblähte Bilanzen der EZB oder der Zentralbanken, erlauben es den Banken, extrem billiges Geld zu kriegen, und das führt dann zu, wie ich es interpretiere, zu massiven Anstiegen bei den Aktienindizes oder bei den Aktien. Und da müssen wir das führt dann auch dazu, dass die Zentralbanken Verlust machen und nichts mehr an den Staat auszahlen können oder nichts mehr an die Kantone in der Schweiz. Die machen dann durch das Verlust. Die Banken machen extreme Gewinne, die haben dann sehr billiges Geld, und das billige Geld, schauen wir das mal zuerst noch im DAX an. Da am Donnerstag, das ist billig Geld, und das führt zu einer massiven Aufblähung. Wir haben hier, das ist der 18. Januar, der Donnerstag, und da vor allem ab 11.11 Uhr ging es massiv rauf. Da ist einfach extrem viel Geld vorhanden, und dann geht es da um 19.20 Uhr gerade nochmals rauf. Und ja, ich habe ja das Short getradet und ich bin irgendwo hier schon Short gegangen, dann weiter Short, es ist immer weiter hochgegangen, und hier konnte ich es dann glatt stellen am Freitag. Etwa um 15.36 Uhr habe ich dann alles gekillt. Ich hatte dann einen Gewinn von etwa 33 Dollar. Da war ich aber unterwegs mit fast 1.300 Dollar in der Kreide. Wenn wir das mal anschauen hier. Wir sehen hier die Spuren. Ich bin hier schon Short gegangen. Es ist hoch gegangen. Ich habe hier dann auch am Montag um 9 Uhr dann nochmals eine Liquiditätsspritze, und da habe ich dann zum Glück eben geschortet. Mit einem Zickzack ging es dann runter, und da habe ich es dann einkassiert, so ganz knapp. Und danach ist es noch ein bisschen tiefer gegangen und dann aber wieder hoch. Also das ist absolut jegliche Rationalität, dass jetzt das so steigt, aber das ist eben das Billiggeld, und ich denke, das sind da die Großen, das sind die Banken, die hier zocken, die ihr billiges Geld einfach irgendwo reinschmeißen, egal ob es dann später was rauswirft oder ob es später dann wieder runter geht. Und ja, das vor allem hier sehr extrem gut erklärt. Also ich musste das zweimal schauen. Politik unter Druck bei Wall Street Online. Was mich jetzt, ich bin ja gerne Short unterwegs, aber ich muss das wahrscheinlich jetzt momentan vergessen, weil vor allem in den USA. Schauen wir da den SPX an. Also das ist jetzt nur der CASA.
der ist da auch wieder auf Allzeithoch jetzt gegangen, der US 500. Und wir sehen hier auch wieder, wir haben hier den Start um 15.30 Uhr. Da haben wir einen Tiefpunkt. Zu dieser Zeit ist er natürlich für den Tag absolut. Wir steigen an, machen ein höheres Tief und steigen dann wieder an. Und da ist es sehr wichtig, dass wir, wenn wir dieses Schema haben, wir haben da das 1, 2, 3, 4, dass man hier einsteigen kann, also beim Punkt 2, wenn der überschritten wird, oder dann halt erst, wenn der Punkt 4 nochmals überschritten wird, also entweder hier oder hier. Und das ist gemäß Joe Ross, da können Sie suchen, Joe Ross, Ross Hook, das ist eigentlich dieses Schema, findet man überall im Internet. 1, 2, also ich würde immer so gehen, 0, 1, 2, 3 und beim Punkt 2 der Einstieg long. Oder dann nach dem Rosshook, also nach dem Punkt 4, die Konsolidierung abwarten. Und wenn der Rosshook da wieder überschritten wird, dann kann man immer wieder, man kann dann auch pyramidieren. Und ja, das ist relativ wichtig, dass man solche Long-Einstiege kultiviert. Also bei mir sind meistens die Long-Einstiege eben nicht erfolgreich. Meistens erfolgen sie eben zu spät. Man muss wirklich einen freistehendes Minimum finden nach Börsenbeginn. Da zum Beispiel auch ein, ja vielleicht am Donnerstag, da, das ist ein absolutes Tief. Da haben wir ein Lowes, ein tieferes Hoch und da ein Lower High, das ist wichtig vor allem, und hier wäre dann der Einstieg. Das wäre aber dann nicht ein sehr langer Trade gewesen. Und ja, da hier das absolute Tief, ein Hoch, ein Tief und dann hier der Einstieg. Ich habe es hier in 3 Minuten. 3 Minuten, das sind natürlich dann die Einstiege long schon recht spät. Im 1-Minuten-Chart vielleicht ein bisschen besser sichtbar. Da ein Tief, ein Hoch und ein Higher Low. Und hier wäre dann der Einstieg, aber der wäre jetzt auch sehr lange, das hätte sehr lange gedauert. Stopp drunter und wäre aber mit Stopp unter 1 hätte das funktioniert. Und das ist eben bei The Dip oder Joe Ross 1, 2, 3, 4 Einstieg und ich denke, da muss man jetzt in nächster Zeit aufpassen. Ich allerdings, Jones, US 500, der ist jetzt auf Allzeithoch. Da würde ich jetzt, wäre ich jetzt sehr vorsichtig mit einem Einstieg long, weil wir da schon, ja, das Allzeithoch hier. Das war vom 29. Dezember 2021. Das haben wir jetzt da schon überholt. Wir sind da schon höher. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit wir da noch nach oben gehen, aber da werden wir nächstens wieder runtergehen. Ich würde sagen, schon Montag. Ja,
Das war's bei Swiss Trader. Tschüss zusammen.